Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer mit Timo, seiner Frau Dahlia, der ersten Tochter Trudy, der zweiten Tochter Tiara, seiner Schwester der Trixie und seiner Mama der Sophia. Ja, lauter Mädels im Haus. Das wird mal Zeit. Was machst du eigentlich hier oben? Du tanzt? Ja. Ach so, hier ist ja... Okay, er tanzt hier oben. Du solltest eigentlich noch ein Baby machen mit deiner Frau. Und Trudy sollte eigentlich irgendwie in die Schule gehen. Trudy Grundschule besuchen. Wir haben schon viel zu spät. Nur also. So, wo ist Dahlia jetzt eigentlich hin? Kriege ich das noch hin? Nein, ich werde wahrscheinlich mit ihm jetzt direkt zur Arbeit gehen müssen. Dahlia, wo bist du? Wo ist sie denn? Ach, die ist nach unten gegangen. Mann. Warte mal. Können wir das noch machen? Baby machen mit Dahlia? Nee, wir kriegen das nicht. 10 Uhr ist los. Na gut, müssen wir uns da... Das müssen wir dann nach der Arbeit irgendwie angehen. Ist einfach noch nicht so weit. Wir wollen doch einen Jungen haben. Mano. Warum müssen die immer zuerst Mädels bekommen? Das war doch bei ihm quasi auch so. Er ist ja auch in der dritten Schwangerschaft entstanden, ja. Mit einer Schwester auch noch. Also, das ist echt krass. So, was haben wir denn heute zu tun? Rot- und Heißserum mischen. Ein Element analysieren. Wo kriege ich denn jetzt ein Element her? Mit Jens Kreitz über Kollegen tratschen. Jens Kreitz, warte mal. Jetzt geh doch nicht gleich an ihm vorbei. Wir müssen doch erstmal an... Ja. Wo finde ich's denn? Oh, tratschen ist nicht mit da. Über Kollegen tratschen. Und... ich habe doch ein Element. Oxypen habe ich drin. Das ist sehr schön. Das heißt, ach komm, der wird auf, der wird, nee, nicht das da, Sammlung analysieren, Oxypin, der wird, hoffentlich dann einfach weggehen. So, ich quatsche jetzt mit ihm hier erstmal. Rot- und Heißserum mischen. Warte mal, ich muss mal. Großen roten Knopf drücken. Das sieht gefährlich aus. Ich sollte mehr Erfahrung sammeln, bevor ich nutze. Okay. Warum sie nie eine Arbeitsklamotten anhat, ne? Ich weiß es nicht. Einen Kollegen um einen Kristall bitten. Ja? Was? Warum fuchtelst du so rum? Um Kristall bitten. Wo bin ich denn? Ach, wisst ihr was? Moment. Serum testen. Synthetik. So, weil der immer noch da hinten steht wahrscheinlich, oder? Ja, der steht immer noch da. Oh Gott. Ich finde ja, die Brühe sieht echt eklig aus. Na, bist du satt? Hm. Ich weiß es nicht. Arbeitsmoral loben. Ich lobe ihn mal wirklich. Das ist sehr gut. Serum verwerfen. Ach so, da steht was drauf. Da muss ich es doch erstmal verwerfen. Ah, guck mal. Und jetzt könnte ich vielleicht doch da dran. So. So, dann stehe ich doch mal auf. Werfe erstmal dieses Serum, das irgendjemand hier hingestellt hat. Ach, und hier, du kannst immer Freundschaften schließen. Dahlia. Du kannst Fähigkeiten kochen aufbauen. Trixie. Ah, du kannst heute mal den Garten pflegen, vielleicht. Und Sophia. Um sich kümmern einfach. Das reicht. Ich hoffe, ihr kümmert euch auch ums Baby. Also, das hoffe ich natürlich auch noch zwischendurch. Ne? Neues Element. Ach Gott, guckt mal eigentlich. Das könnte ich doch auch hier reinhängen, oder? Es passt doch auch hier rein. So, neues... Oh, neues Element gefunden. Timo, was? Moment, bei der Analyse der Oxypinprobe hat Timo Spuren eines anderen Materials gefunden und folgendes isoliert. Ein Volinton. Ja, cool.
Das hatte ich noch nicht. Also das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Das ist ja krass. Okay. Warte mal, du musst mal auf Toilette, glaube ich. Dann geh mal hier hin. Jetzt hat er auch noch Hunger. Okay, ich muss mich hier mal ein bisschen beeilen. Verdorbenes? Was? so. Was brauche ich denn? Basilikum brauche ich dafür. Dann gucke ich mal, haben wir Basilikum hier drin? Kartoffel, Petersilie, Löwen, Rosen, Spinat, Erdbeeren und Gänseblümchen. Verdammt. Ich brauche Basilikum. Oh nein. Das ist natürlich jetzt total bescheuert. Wie gut kenne ich ihn? Wie gut kenne ich sie? Ihn kenne ich am besten. Dann bitte ich dich mal um eine DNA-Probe, mein Junge. Warte. Jetzt muss ich doch direkt um DNA-Probe bitten. Und danach kann ich dich direkt nochmal um ein Kristall bitten. Jetzt bleib doch mal bitte stehen. Sebastian. Komm schon. Stehen bleiben. Willst du mir eine DNA-Probe geben? Oh ja, du bist aber lieb zu mir. Dankeschön. So, was geht's weiter? Ah, und dann beauftrage ich dich sogar noch zu. Es muss keine Gartenarbeit, na toll. Kann ich ihn nicht beauftragen. Aber vielleicht kann ich dich noch um ein Metall bitten. Vielleicht gibt er mir da auch noch was. Was habe ich eigentlich gekriegt? Gangat. Und jetzt habe ich Spekonium bekommen. Einem Sim Synthetik-Nahrung geben. Ach, Leute. Ich habe keine Synthetik-Nahrung kennenlernen. Dann muss ich doch erst einmal. Da brauche ich zwei Pflanzen. Okay. Dann gehe ich doch mal alles ernten. Und hier nochmal was weiterentwickeln. Hier ist materialistisch. Wie habe ich Trixis zur Arbeit? Okay, dann sage ich mal, du darfst heute fleißig arbeiten. Ach komm, jetzt quatsch nicht so viel. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier, dann kannst du dir nochmal weiterentwickeln. Zwei Stück zumindest mal. Oh, der Geburtstag von Trixie naht. Ach du Schande, wird sie dann erwachsen? Trudy hat Sheila in der Schule getroffen. Dadi muss in circa eine Stunde zur Arbeit. Theo, Traumtänzer. Hallo Papa. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Danke, Papa. Das ist aber nett, dass ihr mich anruft. So. Ich kann alles machen außer Rot und Heiß, was ich die ganze Zeit hier drin stehen hatte. Das ist Petersilie, nicht Basilikum. Oh, Gartenarbeit habe ich jetzt auch noch verbessert. Oh, naja, nicht schlecht. Und es ist halt hier nichts zu tun, deswegen. Tja. Kann ich das zweite irgendwie gerade auch nicht machen. Aber jetzt mache ich mal gerade. Gott, ich habe schon fast 16 Uhr hier. Ich habe nur noch 3 Stunden Zeit. Dahlia ist auch zur Arbeit. Das sage ich jetzt auch mal, fleißig kochen. Na, komm schon. Geschafft. So, jetzt muss ich. Einen Sim Synthetik-Nahrung geben. Ja, das würde ich ja jetzt ihm gerne geben. Ihr. Bleib mal stehen. Moment. Stopp, 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 stopp. Nicht davonlaufen. Die muss aufs Klo. Die wird ganz schnell was aufessen. Hier, Serum testen. Synthetiknahrung. So. Komm schon. Ich kann die anderen zwei momentan nicht machen. Bleib mal stehen. Hurra. Warum renne ich denn jetzt davon? Warum rennt sie mir hinterher? Okay, wollte er es hier draußen ganz heimlich tun, oder? Oh, er muss pupsen und. Okay. Und sie muss auf Toilette vielleicht. Ich muss 10 Minuten mit dem Erfindungsbauer tratschen. Okay, mit Roboter. Und?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wirklich Stephanie? sagen, was passiert. Sie ist eigentlich so ganz gut drauf. Keine Ahnung. Der andere ja auch noch. Also von daher. So, dann quatschen wir mal. Lololo. Wo soll ich denn das Basilikum herkriegen, Leute? Schwebelampe betrachten. Das ist die Schwebelampe. Jo. Ansehen. Ich wollte auch mal ein bisschen hier nach draußen gehen, aber ich arbeite natürlich die ganze Zeit so toll. Mit Laura Niesen über die Arbeit reden. Na dann, Laura, über Arbeit reden. Und dann ist gleich Feierabend. Eine Stunde hat er noch. Genau. Ich bleibe auch jetzt nicht länger mit ihm da. Mal gucken, ob wir zu Hause noch im Garten Petersilie haben. So, was sage ich noch? Mit Laura Niesen plaudern. Okay, wir plaudern einfach weiter. Das ist ja egal, über was? Über Kollegen tratschen. Oder? Ich denke mal. Ich spule ein kleines bisschen vor. Ich stehe ja noch bei ihr und quatsch mit ihr. So, und jetzt bin ich auf jeden Fall voll über Aliens unterhalten. Das ist jetzt egal. Ich lasse ihn jetzt nochmal ein bisschen den Bau fortsetzen. Dann hat er zumindest mal eine halbe Stunde hier noch weitergebaut. Und baut da auch noch die kreative, also diese Raumfahrttechnik einfach aus. Yay, wir sind befördert worden. No, das war mir gar nicht bewusst. Timo hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademisches Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Er ist jetzt Ufologe. Er verdient 30 Simoleons mehr, also jetzt 102 pro Stunde, immerhin. Einen Bonus haben wir bekommen, eine fabelhafte Warntür, bruchsichere Fenster. Und weiter Freitag, also morgen um 10, ja, ist die nächste Schicht. Na, das ist doch ganz, ganz toll, ganz, ganz super. Schauen wir mal, was wir dann wieder tun müssen. Ich glaube, ich bin jetzt bei Level 5 angelangt, oder? Oder war ich schon bei Level 6 und ich war aber davor bei 5? Das weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Aber ich möchte und hoffe einfach bei ihm auch, dass ich dann wirklich zu, ja, zu Level 10 komme. Das fände ich mal ganz cool, gerade weil es eines der drei auf die Arbeit oder an die Arbeit, an die Arbeit. Deswegen fände ich das wirklich ganz, ganz toll. So, ich glaube, jetzt kommen wir zu Hause an. Gucken wir auch mal direkt nochmal in unser Inventar, ob uns das irgendwie was nützt. Ah, nee. Okay, ich habe aber irgendeine Warntür noch bekommen. Und Fenster, die bruchsicher sind, die muss ich wahrscheinlich extra kaufen. So, nun hast du erstmal Hunger. Dann geh erstmal rein und schlopuliere hier irgendwas. Und dann ins Bett. Und ein was mache ich noch hier raus? Wo ist mein? Da ist mein. So, nicht das hier, sondern das Wollenton. Hey, das war hier unten. Cool. Das andere ist das Oxypin, das haben wir schon. Das ist das da. Jo, und die Sachen lasse ich halt immer noch so ein bisschen drin. Ich weiß zum Beispiel hier, ach komm, einen kann ich auf jeden Fall verkaufen. Ich weiß nicht, ob er so viele Sachen braucht. Ja. Das Spekonium, das müsste ich haben. Das ist das Romantium, das ist das hier. Selten, okay. Das schicken wir mal zum Georat. Weil es halt so selten ist. Gagat. Das hatte ich doch letztens gefunden. Hier, das ist auch ein seltenes. Das schicke ich auch mal zum Georat. Ja, gucken wir mal. Gerade wenn es jetzt seltene Dinger sind. So, dann gucken wir mal, was machen denn die anderen. Sophia ist hier oben. Und keine Ahnung, was sie macht. Wie geht's Trudy gerade? Super gut. Dann gucken wir doch mal. Oh, das kannst du gar nicht anfassen. Das kann nur Trudy. Aufführen das Wesen von Granite Falls. Ich schick's dir einfach mal rauf.
Und du kannst dich mal hier hinsetzen. Setz dich doch mal hier hin. Tiara ist am Schlafen. Ja, ich sagte, sie soll sich hinsetzen. Geht aber erstmal die ganze Stufe runter. Und du gehst hoch. Na gut. Oh, Telefon. Wer ist das? Veronika Kreitz möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Eine Arbeitskollegin? Ja, okay, komm. Wobei, ich gehe sowieso gleich schlafen. Ach so, Moment. Das darf er zuerst noch tun und dann kannst du schlafen gehen. Wann kommen die anderen beiden nach Hause? 20 Uhr und 1 Uhr nachts erst. Tjo, da ist was zu reparieren übrigens, Timo. Naja, gut. So, dann gehe ich mal zu Trudy hoch. Guck mal, die führt da hier auf. Was ist das, was sie jetzt... Soziales. Okay. Auch wenn keiner da ist. Du solltest doch dazuschauen. Guck mal, Puppentheater ansehen. Trixie ist nach Hause gekommen. Da habe ich schon gesehen, dass sie voll müde ist. Dann geh mal erst mal schlafen. Davon nutzt du mir hier eh nichts mehr so. So, wo ist sie denn, Frau Sophia? Komm schon. Hier. Das findest du doch bestimmt lustig oder so. Ach Gott, guck mal. Hier, freundlich vorstellen. Bitten mitzumachen, hätte ich jetzt gerne oder so. Gott, guck mal. Die kommt hier hoch. Das ist ihr anderes Outfit quasi. Ich sollte hier oben auch meine Toilette hinmachen, fällt mir gerade ein, oder? Also so würde irgendwie mal ein bisschen Sinn machen. Ich überlege nur gerade, wohin. Okay, wieder mal kleine Änderung meinerseits. Ich mache hier gerade eine Toilette hin. Also da hinten noch so ein. Warte mal. So. Guck mal, das ist ja viel zu groß. Wobei, ich nehme mal die Toiletten, die es hier irgendwo als Zimmer gibt. Oder Bäder. Da muss ich nicht so viel tun. Mal gucken, was wir da haben. Was passt denn so bei uns so schön rein? Oder was? Das haben wir hier unten. So ein hübsches, das sieht fast ein bisschen zu dolle aus, oder? Aber das hier ist ganz goldig. Aber. Nee. Ich finde die weißen Schränke halt toll. So, das nehme ich. Setze es hier hin. Oh, verdammt. Natürlich genau falsch gesetzt. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie man das dreht. Vielleicht, wenn jemand sich das dann. Wo habe ich es jetzt hingemacht? Hilfe! Wo habe ich es jetzt hingemacht? Habe ich es irgendwo hingemacht? Ja, ich habe es irgendwo hingemacht. Nee, ich möchte es also in Rosa haben. So, nochmal Zimmer kaufen. So. Und dann würde ich das nämlich einmal so rumdrehen. So rum heißt. So rum. So in etwa. Und hier wäre ja eigentlich sogar eine Tür. So, dann bewege ich es nochmal und mache es so. Und dann müsste ich gar nicht groß umräumen, weil man kann halt hier rein und man muss halt immer durch dieses Zimmerchen. Aber ist doch nicht so schlimm, oder? Das andere wäre natürlich, dass wir noch ein Fenster vielleicht da drin hätten. Aber da haben wir eigentlich auch keine Fenster. Fällt mir gerade so auf. Oh Mann. Okay. Ich hole mir natürlich noch ein paar Fenster. Das ist ja eigentlich auch blöd, dass da passt wirklich ja gar kein Fenster mehr rein. Und hier finde ich, warte mal, ist natürlich auch blöd, ne? Und da ist alles weg sonst. Okay, ich mache mal das Fenster. Dann machen wir hier natürlich auch noch so ein Fenster rein. Aber mehr als eins kriege ich auch nicht, weil hier wird wahrscheinlich noch ein anderes Zimmer hinkommen.
sieht ein bisschen verbaut aus hier oben, aber egal. Das zweite nämlich dort ist doch doof, oder? Warte mal. Nee, ich vergrößere einfach mal das. Ist ja nicht so schlimm. So, dann kann ich nämlich das hier zumindest mal bis hier vorne hin noch ein Stück. So. Und, da machen wir mal andere Fenster rein. Da gibt es doch genau solche irgendwie. Solche hübsche Fensterchen. Guckt mal. Ach, wunderbar. Da kriege ich noch eins hin. Und daneben kriege ich noch eins hin. Und ich hätte jetzt fast gedacht, da unten auch drunter auch nochmal, ne? Aber da drüben in die Ecke kriege ich noch eins. Sehr schön. Und dann mache ich das nochmal auch hier rein. Wunderbar. Sehr schön. Das sind halt dann solche Fenster. Da kann man halt nicht so gut rausgucken. Vorhang zum Beispiel passt jetzt hier gar nicht. Meine ich, finde ich. So. Deko. Oder ich nehme einen... Den da vielleicht. Ja, okay. Den, das ist in Ordnung. Da brauche ich keine. Und dort... So. Andere Farbe ist leider nicht drin. Der hier vielleicht... Oder das passt vielleicht sogar besser in das Zimmer. Und weil ich es ja vergrößert habe, mache ich noch einen Schrank rein. So, und dann kann ich noch ein paar Utensilien reinmachen oder draufstellen. Was halt so in ein Bad halt so ist, ne? Sowas wie ein Seifenhalter da hinten dran oder Körperpflegeprodukte für Männer. Hm? Kriege ich das auch nochmal so in die Ecke und dann kann ich hier nochmal was anderes hinlegen. Damenparfum. Was hätten wir denn vielleicht noch anzubieten? Hm? Parfumset. Oh, so in etwa. Und irgendwas, was ich noch hier hinhängen kann. Oh. Ja, ich könnte irgendwie solche Sachen doch hinhängen. Das fände ich jetzt gerade cool. Nehme ich die hier? Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Ich habe zwar auch noch andere, aber das dient jetzt einfach hier dafür, weil wir nicht so viel Licht irgendwie haben. So, perfekt. Ah. Yay, yay, yay. So, das noch und... Perfekt. So, wunderbar. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz eine Runde zu allen Reihen. Sophia ist hier mit Judy. Judy spielt und hier Trixie ist... Hat die Sozialfähigkeit erworben? Yay. Hatten wir die nicht schon? Ach, Level 2. Cool. Trixie schläft auf jeden Fall. Der Timo schläft auch. Dahlia ist noch unterwegs auf der Arbeit und Tiara schläft. Ich sage jetzt hier erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder, wenn es weitergeht. Und ich hoffe mal, wir kommen dann mal zu einem Techtelmechtel mit Folgen. Und ja, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure Saginata. Ciao, ciao. Oh, die Gärtnerin geht auch erst jetzt. Tschüssi.